Moin Moin, auch liebe Lüd. So, ich habe das mal wieder geschafft, ein bisschen was aufzunehmen. Oder nehme es mir gerade vor. Wollen wir mal schauen. Wir legen einfach mal los. Hinter Kaifex spielen wir immer noch in der neuesten Version. Haben da ganz schön Schlauchsysteme natürlich mit drin und so. Wurde uns netterweise auch in die ganzen Güllefässer eingebaut. Jetzt noch unser Strohbärungs-Add-on dazu. Wir dürfen es ja schon mal vortesten. Der ein oder andere hat schon in den Streams bei uns gesehen. Wir legen einfach mal los, würde ich sagen. Ein paar Pellets wollte ich noch machen. Eine Bahn hier nur noch eben aufsammeln, dann bringen wir die weg. Dann wollte ich aus den Resten, die hier so rumliegen, noch ebenfalls ein, zwei Ballen pressen, die wir hier gleich auf dem Hof lassen. Gucken wir mal. Wir legen einfach bloß für Sorgen, nicht? So, reißen wir die ganzen Salat mal an. Gucken, Wasser, Melasse sind noch drin. Zack, jetzt muss ich auch mal aufpassen. So, Tempomat mal hier. Zack. Dürfen nicht über diese 10 km/h kommen. Dann geht der Bursche aus hier. Oder was sagt die Pelletmacherei? Hat dann ein aus, Ende. Ja, Strohbergung ist da. Für alle ab Dienstag oder was weiß ich, für die PC-Spieler. Konsole wurde ja, wie ich gehört habe, nochmal verschoben. Freude ist da. Also wir feiern da schon kräftig. Einfach super. So, die Bahn nehmen wir noch mit. Also viel ist auch gar nicht. Kriegen wir noch ein bisschen an Beinen zusammen, wa? Ja, mal gucken. So, das langt aber. Wollte nur mal schon so einen kleinen Vorrat haben, dass wir ordentlich herstellen können. Ansonsten stelle ich die Primus da eh rein mit dem mobilen Ballenauflöser. Den hängen wir gleich auch wieder an. Dann kommt das Ding da in die Halle rein und dann können wir auch Ballen auflösen, ne? Oder rausholen. Wir wollen noch ein paar Heupellets machen, die wir dann auch noch verfüttern können. Oh, na, kriege ich den Bogen hin? Nicht ganz. So, du Lümmel, du komm aber ran hier. Wo, 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 wo. Zack. Super. Aus, so. Zack. Klammern wir das wieder zusammen. So, dann versuchen wir den gleich mal zurückzubringen. Und zwar, auf der Hinterkaifer haben wir bei den Schafen. Haben wir es mit platziert. Dann wollen wir mal gucken. Müssen wir das Ding dann nur noch heile hinkriegen. So. Wobei das Schwierigste für mich das Ding ist, da rückwärts in die Halle reinzukriegen. Aber, Mut zur Lücke. Ja. Wir haben schon ordentlich getestet in den Streams. Wer da was sehen möchte, die VODs, die Wiederholungen sind da. Auf den Kanälen, könnt ihr gerne reingucken auch. Aber wie gesagt, es wird ja eh fest mit jetzt drin sein in den Spielen. Wenn wir jetzt nur mal ein bisschen Zeit haben, dachte ich, Mensch, komm, nimmst mal ein bisschen was auf. Diesmal habe ich auch geguckt, dass ich auch mal die richtige Auflösung nehme. Die letzten Let's Plays, die ich gemacht habe, waren irgendwie in 720, dann hochgerendert auf 1080 zwar, aber ja, fail, ne? Haben sie was in OBS verändert und ich habe das gar nicht gesehen. Naja, dann stehst halt da und guckst doof, ne? So.
Jetzt sieht man natürlich auch super, ne? Mit den ganzen Schläuchanschlüssen für Gülle und ach, hast nicht gesehen und ach. Junge, Junge. So. Mal ein bisschen Achtung hier. Nichts los, da steht die gute Presse. Junge, Junge, du. Sind auch gute Sachen. Ich drücke euch immer mal ein bisschen auf die Tube, ne? Weil die Zeit immer so ein bisschen knapp ist. Das ist immer so zwischen den Streams auch, ne? Wie gehabt. Huch. Oh, ne, da muss ich nochmal ausholen. Das ist zwischen den Streams. Das heißt, ich spiele es dann so nahtlos weiter. So. Mach jetzt nicht einen eigenen Spielstand, weil das typische Let's Play, ja. Fehlt mir so ein bisschen die Zeit dafür, ne? Aber ab und zu hast ja doch mal was los aufzunehmen. Dann bietet sich das immer an. Dann kann ich so ein bisschen die Arbeiten machen, die sonst so. Oh, im Stream halt, ne? Ach, guck, einer saß da nicht wohl. Wer kann ich dir bei einem Fini lassen? Ich Torfkopf. Siehste. Damit wir mal eben kicken. Ich seid ja eine N. Die ist ja komplett aufgebaut, ja. Ne, dann bruch wieder ja. Siehste wohl, hätte ich gar nicht mitkriegen, dass die. Oh. Könnt ihr da Blattdeutsche nehmen, ne? Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass da einer eine zweite Presse noch hingestellt hat. Das war wahrscheinlich der Lohner. Aber das ist gut, das ist ja nicht schlimm. Denn, das ist in Ordnung. Jetzt stellen wir zu Heimfidi. Wir sparen das Einparken, auch gut. Ja, die mobile, weiß nicht, die Pellet hier, also diese Ballenauflöser da an der Seite, den mache ich dann natürlich aus Feldfarben mal ab, ne? Und dann schön, der steht auf der Palette. Den kannst du dann schön mit dem Frontlader eben in die Halle schieben und fertig ist, ne? So. Dann fahren wir die gleich hier rein. So. Ups, da steht der Überlader. Ist auch schon ein großes Ding, dieser Fan, ne? Junge, 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 du. Ja, ich mich jetzt mal wieder. Aber für die großen Pressen und so brauchst du das ja auch, ne? Für mal eben gucken. Können wir die mal eben ein bisschen beiseite rücken, wenn wir schon mal hier stehen, ne? Gewaltig groß, die Presse, ne? Oh, richtig gut, Mann. So ist... Badschuh. Hätten wir wenigstens schon mal was auffüllen können, ne? Naja, was soll's. Was schallt. Lassen wir die doch gleich hier stehen. Dann müssen wir sie noch auffüllen, ne? Ist egal. So, nehmen wir Taxi. Taxi! Mal eben zum Hof zurück. Pop! So. So, die alte Radekiste hier. Strohpellets, die nehmen wir dann hinten mit hin zur Pelletieranlage. Aber ich würde sagen, wenn wir schon mal hier oben sind, dann machen wir mal eben die Reste hier weg, ne? Was meint ihr? Pressen wir eben schnell. Mal gucken, was wir da noch rausgedrückt kriegen. Ich habe die Lötepresse ja auch hier. Oh Mann, ich hoffe, da ist noch genug Folie drin, du. Dann fahren wir mal eben rüber. Yo, mein Tau. So.
So, drehen wir den nochmal eben um. Ja, laden wir den Burschen hier Stone und dann. Zack. So, läuft das alles. Schönes Ding, ne? Junge, Junge, du. So, okay. Dann, ja. Dann mal. Marsch an hier, du. Ah. Na, mach mal auf hier den alten Schinken, du. Das ist aber auch ein Kavemsmann, ne? Meine Herren, du. Oh, so. Mal eben in der Mitte platzieren hier, ne? So. So, hast du wieder irgend so ein Döspaddel hier, komisch. Ich warte noch auf den Tag, an den die Mühle nicht anspringt, ne? Aber krieg ich wieder wohin. So, wollen wir mal eben kicken? Oh, siehst du wohl? Oh, nee, du. Na, warte mal. Bis next. So, siehst du? So noch 1, 2, 3. Ja, sind noch 3 Stück drin von den Rollen. Ich hab nicht, also ich mache nicht automatisch befüllen, ne? Ich mach das schon selber. Finde ich halt ganz cool. Stort wie Kätzchen, oder was sagt man? So, komm. Nur heißt hier Reste sammeln, ne? Aber ich mach das auch nicht. Kennt ihr das? Man macht das ja auch nicht liegen lassen, ne? Na, hoffentlich kriegen wir was draus. Halt, wollen wir mal kicken. Ballengröße haben wir jetzt. Guck mal, Ballengröße gibt das hier auf 1,10, 1,30, 1,52 und 1,80. Wir nehmen ruhig mal die großen. Ja, das habe ich gedacht, das ist nicht viel. Aber Mensch, und wenn da nur eine rauskommt, ne? Haben ist besser als brauchen. Da wächst die kleine, seht ihr es da hinten? Man kann richtig so ein bisschen zugucken, wie die immer größer wird. Auch irgendwie total witzig, ne? Mega, sag ich mal. Also echt cool. Au, 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 au. Yo, 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 yo. Ascor. Raus damit. Das Gute ist, hier brauche ich gar nicht lange verladen und so, ne? Ich nehme einfach gleich Frontlader und hole die mal eben schnell alle einzeln weg. Das dauert nicht lange, das die 4 Stück, die verstauen wir dann oben gleich im Lager und Rundbein verladen, das ist eh nicht so mein Ding, da kann ich die lieber eben schnell aufsammeln.
So, und weiter. So, ja, Mensch, ey, die erste Zeit ist schon um. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich presse diese, kram hier noch zu Ende. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann, ja, holen wir die Beine eben weg und, gucken wir, was wir machen, ne? In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Und denkt dran, wenn euch das gefallen hat, so ein Däumchen und so, ne, das macht jeden froh. In diesem Sinne, macht gut, bis zum nächsten Mal.